Guten Morgen, Ralf. Wir sind beim Köln-Sprint in Hamburg und ich wollte dich einfach fragen, kannst du erklären für Anfänger, was ein Köln-Sprint überhaupt ist? Ja, beim Sprint kommen verschiedene Leute zusammen, ziehen sich Trainingshosen an und laufen ganz schnell, ganz weit. Das ist ähnlich wie ein Marathon. Nein, Spaß beiseite. Ein Kurzsprint, da kommen Mitglieder aus der Community zusammen und arbeiten einfach an Drupal weiter. Drupal ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, es ist Quellcode offen, es lebt davon, dass viele sich beteiligen, dass viele mitmachen. Und demzufolge treffen wir uns einfach, tauschen uns aus und arbeiten eben jetzt bei diesem Drupal 8 Kurzsprint an Drupal 8, was dieses Jahr eben fertig werden soll und wo noch einige Issues dran bearbeitet werden müssen, um die Software voranzubringen. What is it that motivates you to come to the Code Sprint Weekend? Ich arbeite seit 4 Jahren mit Drupal und lebe davon und nutze Software, die andere Leute geschrieben haben und will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass wieder andere Leute damit arbeiten können und die Software ein kleines Stück besser machen. Deswegen bin ich heute hier. This was my first Drupal Sprint and I met all the people in the Drupal community here. And I really, really learned a lot. Well, it's always nice to work together and to meet new people. And it's obviously more effective when you can collaborate directly instead of via the internet. Yeah, and it's just fun to have people to talk to about Drupal and. Ich denke, das sind zwei Sachen. Das ist einmal wirklich die Community. Also es macht Spaß, die Leute zu treffen, mit den Leuten halt zusammenzuarbeiten, an Fragen stellen zu können, Antworten zu bekommen, anderen zu helfen. Also das ist, ich bin einfach gern mit denen, oder die Leute sind einfach gern miteinander zusammen. Und das Zweite ist, dass Drupal 8 einfach extrem wichtig ist. Also mit Drupal 8 werden wir nochmal einen Quantensprung haben, der Drupal nochmal deutlich, deutlich enterprisiger macht, also in traffic-starken Seiten sehr viel besser mit Performance umgeht. Die haben besseren Unterbau mit PHP Symfony. Also ich denke, Drupal 8 ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und je schneller wir das auf die Spur bringen, umso besser ist es für uns, für die Community und für unsere Kunden. Because there are so many other Drupal people, it's good to talk about Drupal with real people instead of just hanging around in the chat rooms. Yeah, which is also nice. It's nice, but it's not that nice compared to this event. I mean, I'm CEO of Compress, of course. I always have to enhance my skills and get a grip on the community. This is rather important for me because I want to be a Drupal 8 early adapter. I want to do Drupal 8 as fast as possible. So I really hope in June we can do the first Drupal 8 projects. This is all about learning, all about getting better, giving the Drupal community a chance to just hang out. Es ist auf alle Fälle immer spannend, einfach den internationalen Charakter des ganzen Projekts mitzunehmen, weil jede Region gerade auf spezielle Funktionalitäten ihre eigenen Anforderungen haben und man einfach einen wesentlich breiteren Austausch kriegt, wenn man sich international eben austauscht und mit den Leuten kommuniziert. Und da Drupal auf der ganzen Welt eingesetzt wird, ist es natürlich auch spannend, was die Leute in Australien, in den USA, in Indien oder anderswo machen und wie sie Drupal da einsetzen. My name is Tobias Stöckler. I'm T. Stöckler on Drupal.org. And today I'm working on, since we now have views in Drupal 8 core and we already have converted the front page to view, I'm now working on converting the recent comments. Hallo, ich bin Ronald aus Berlin. Ich bin hier beim Drupal 8 Codesprint bei Compress in Hamburg. Und ich versuche gerade Drush, die Drupal-Befehlszeile mit Drupal 8 zum Laufen zu kriegen. Ja, und nebenbei bin ich noch im Forum und im IRC und helfe Leuten, die so ein paar Fragen haben, mit Drupal 8 klarzukommen. I'm Daniel Wehner and I'm currently working on Views in Core. Currently I'm reviewing some patches that will move some system config forms to the new system using the new type of object implemented with Drupal 8. It's a system config form base. I find it really fancy that forms can now be objects with a strict interface, what they can do with a build thing, validation and submit, and yeah, that's really great. And they're implementing Symfony routing, and that's really cool, and I really like those patches. They're basically very easy to review, but it's difficult to test, to do a review that really shows, hey, this is working and I think it's okay.
So that's the major part of this, and yeah, I'm really enjoying learning stuff about Drupal 8 and see how Symfony is implemented, and hopefully this will, yeah, just make Drupal a bit, a tiny bit better.